Fangermandel, die Freitagsausgabe. Ja, das ist ja jetzt schon der zweite Freitag. Sie. Mein lieber Zeit, wie die Zeit vergeht. Das ist die Christina oder einfach nur Tina? Christina. Die Christina, schon wenn dann schon ganz. Ja. Wie alt, woher, was machst du? Ich bin 34, komme aus München und ich bin Schauspielerin. Kann eine Schauspielerin Borisch? Wenn ich muss, dann kann ich das auch. Oh, warte mal, schau mal her, da habe ich lauter gute Männer. Oh, warte mal, da müssen wir sofort loslegen. Sag mal. Das ist ja so klar. Entschuldige. Und Figi. Und Spitzname von Figert. Ja. Aber dann sind wir vielleicht verwandt, das ist dann... Nein, dann gehen wir weiter. Vierte. Der hat bestimmt eine Freundin, oder? Er hat eine Freundin, ja. Ja, das war klar. Ja, da steht ja Freundin drauf. Bei mir genau. Steht ja auch nicht Freund drauf. Ja, aber das kann ich dir sagen, warum. Ja. Genau deswegen. Was er da? Das lasst sich doch auch schön an. Ja, schau mal, schön, ja, schau mal, samtiges Büblein, hä? Wie ich, aber Finger weg. Ja, Moment, da langen wir nicht hin, gell? Wie heißt der Freundin? Franzi. Der hinter ihm, aber er schaut schon so, aber der... Ja, aber den wollen wir nicht, nein. Ich bin gerade wegen dir runtergesprungen. Ah, nein. Das kann kein Zufall sein. Würdest du dir auch deinen Bart rasieren? So ein bisschen, so auf 3-Tage-Bart. So wie du? So wie ich, genau hier. Du hast ein 3-Tage-Bart, nein. Nein, der ist doch schön, der Bart da. Danke. Ja, ich bin ein Bart. Aber ich bin dann vielleicht nicht so der Barttyp, oh Gott. Du kannst den Bart tragen, wo du willst. Warte mal, wer die Länge in Ordnung? Servus. Weißt du, also der Bart ist zu lang, der wäre jetzt genau richtig. Ah, danke schön. Aber das ist auch natürlich sehr süß und sehr sexy. Ja, ja. Und weil du gerade sagst süß, wo ist deine Süße? Daheim. Ah. Was wieder? Aber wie alt bist du jetzt wirklich? 33. Ja. Oh. Ja, du leg noch ein bisschen was drauf, weil die älter ist besser. Ja, dann bin ich schon 40. Und wie heißt deine Freundin? Ja, Ex-Freundin. Ex-Freundin, hast du Schluss gemacht? Ja, ja. Ich habe eine neue für dich. Schau mal her, die Tina. Wir? Tina. Ich habe die vorne hinter dem Zelt schon gesehen und da habe ich mir gedacht, ah, du warst es. Ich mische mich ja nur sehr ungern ein, aber das war der erste Teil. Der zweite, weiß ich nicht, ob es so weitergeht, aber wir melden uns. Soll ich mir Lobby kommen? Ja, kommen wir mal runter, weil das ist anstrengend. Da muss ich brauche ein Stativ hier. Fangermandel, zweiter Teil. Dieser junge Mann hier, weiß gar nicht, wie du heißt? Markus. Der Markus. Sag da, kannst du mir ja mal deine Nummer geben, dann rufe ich dich vielleicht an. Darf ich dir mal was sagen, Markus? Ja. Das war der falsche Text. Nein, der arbeitet jetzt. Nein, der arbeitet nicht. Ich arbeite, ich gehe jetzt weiter, vierte. Ja, der Händelhut steht da gut. Männer? Du bist da? Ich bin der Matze. Also der Matthias. Der Matthias. Oder der Bayerische, der Hirs. Ja, der Hirs. Hirs ist gut. Matthias. Ja, ja. Matthias, keine Frau? Nein. Single? Ja. Stehst auf Frauen? Ja. Hallo. Man muss ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen, oder? Ja, ja. Kannst du mal beschreiben, was ist das für ein Typ? Introvertiert, zurückgezogen lebt er, Heizung auf 5, Pizza bestellen, sehr viele Videospiele. Darf der eine Viertelstunde mitgehen? Ja, natürlich. Wir bringen ihn wieder. Auf geht's, geh mit. Jetzt kommen natürlich die wichtigen Sachen noch. Du darfst jetzt 2, 3 wichtige Fragen stellen und er aber auch. Wo kommst du überhaupt her? Aus München. Aus München. Du? Ich komme auch aus Minger. Ja, passt schon mal. Also ein Pluspunkt. Was arbeitest du? Ich bin Bauleiter im Straßenbauunternehmen. Spaßt auch? Ja. Was betreibst du gerne in deiner Freizeit? Ich habe einen Hund, also gehe ich gern Gassi, in den Wald raus, viel, ja. Spazieren. Naturverbunden. Passt das? Das passt, weil da hätten wir schon wieder tatsächlich ein Match, wie man heutzutage sagen würde. Weil ich habe tatsächlich auch einen Hund und ich muss auch... Männlein oder Weiblein? Weiblein. Ich auch. Ja, die Weiber verstecken sich ja immer. Das könnte vielleicht ein Arrangement werden auf Sardinien, oder? Da geht's hin. Unsere Frischverliebten fliegen mit der Lufthansa nach der Wiesn an die sonnige Südküste Sardiniens. Ins Luxusresort Forte Village. Das Resort punktet mit vielen Highlights, darunter 21 Restaurants, ein Keller mit etwa 600 Weinraritäten und dem Aqua Forte, dem ersten Medical Spa auf Sardinien. Also pass auf, wir brauchen jetzt ein sogenanntes Hochzeitsfoto. Obwohl das gar keine Hochzeit ist.
Aber weißt du, da kommt man ja vielleicht auf den Geschmack. Ja, das machen wir. Jetzt machen wir ein schönes Bar-Shooting mit dem Bar. Ja. Und dann können sie selber aussagen, was sie wollen. Ja. Und wenn ein Österreicher das sagt, dann klingt das eh viel leiwand. Weißt du, das ist ja so schön. Ja, du machst einmal klare Position, schönes Foto. Und wenn das Foto nichts wird, dann bist du schuld, dass die nicht zusammengekommen sind. Allerdings. Ja, stimmt. Genau, die Verantwortung kann ich gleich mal abgeben. Was für ein schönes Pärchen, hä? Ja. Wollen wir jetzt schon zugeben? Ja. Also, warte mal, nehmen wir mal die andere Hand, da tun wir leichter. Sieht man das schöner? Farblich perfekt abgestimmt, als ob wir es gewusst hätten. Stimmt, gell, die Westen-Ding, der Rock, das ist ja fast derselbe Stoff. Ja. Das ist aus demselben Holz geschnitzt. Also, man muss jetzt schon dazu sagen, das ist ja wirklich, in dem Fall ja ein Kompliment, ja. Älteste 24-Jährige, den wir je gesehen haben. Ja. Schon, gell? Der Erwachsenste. Aber du, ich meine, alt wird der von selber. Ja. Ja, ja. Damit kommt natürlich die große Frage, du darfst jetzt mal das Bild halten. Was natürlich auch dazu kommt, ist, ihr wohnt gar nicht beide auseinander, oder? Nein, wir sind tatsächlich nur eine Ortschaft weiter auseinander. Das heißt, Hundegasse gehen ist in Zukunft gemeinschaftlich? So schaut's aus. Dann hast du jetzt die Qual der Wahl. Hängst ihm dieses Fangermandel hin, dann ist er dein Kandidat. Ja, ich schon. Da überleg dir keine 3 Sekunden. Aber, Herr Bauer. Dann gibt's noch ein nicht gefordertes Bussi. Wir gehen. Ihr geht. Achso, das war's jetzt mit mir. Ja, ja. Danke, servus. Danke. Ja, so, ist in Ordnung. Super. Ich lasse mich ja gern stehen, gell? Ja, ich meine, das Schönste an Fangermandel ist ja, wenn ich allein da stehen bleibe, oder? Morgen wieder. Servus.